Maria Magdalena Channeling von Lynn Laborde, Kommentar zu Lektion 62 von Ein Kurs in Wundern. Und Lektion 62 sagt: Vergebung ist meine Funktion als das Licht der Welt. Lasst uns schauen, was Magdalena zu sagen hat. Ich grüße euch, Geliebte. Deine Funktion als das Licht der Welt ist tatsächlich Vergebung. Denn in der Entscheidung, eine Ego-Erfahrung zu machen oder man könnte auch sagen eine menschliche Erfahrung, da gab es die Konstruktion des menschlichen Willens, den Willen des Egos, um Umstände zu erschaffen, die der Vergebung wert sind oder Vergebung benötigen. Die größte Vergebung, ihr Geliebten, ist die Vergebung euch selbst gegenüber, denn darin erlaubt ihr euch selbst, euch zu erinnern und ihr erlaubt euch, alles zu sehen, was ihr vergessen hattet. Denn was in dem Moment der Vergebung auftaucht, ist Licht, das sich verstärkt oder erweitert. Und in diesem Licht wird der Schatten aufgelöst und die Wahrheit ist enthüllt. Wenn ihr die Macht der Vergebung verstehen würdet, dann würdet ihr tatsächlich bei jeder Gelegenheit vergeben. Es erlaubt euch, das zu sehen, was immer da war und was für euch verborgen war und von euch verborgen war und durch euch verborgen war. Durch die Wahrnehmung der Realität, durch den Geist des Egos, das macht Sinn, nicht wahr? Wenn ihr eurem Herzen erlaubt, die Schönheit, die Liebe und die Anmut und die Gnade aufzunehmen und zu erfassen, die ihr seid, dann ist da Licht, das euch erfüllt. Und dann ist da die Brechung des Lichtes durch das Prisma des menschlichen Spektrums des Ego-Geistes. Erlaubt euch zu sehen, was immer da war und was nicht sichtbar war, mit bloßen Augen, sozusagen. Ihr beginnt die Schönheit des Lebens zu sehen und ihr beginnt Klänge zu hören, die köstlich sind. Und ihr beginnt auf Situationen und Umstände zu schauen, die vorher für euch frustrierend war und ihr sagt, ich könnte das in einem neuen Licht sehen, im Licht der Vergebung. Und die Vergebung gießt Licht über euch aus, Geliebte. Es gießt Licht aus über diese Situationen und Umstände, die euch immer harsch und schmerzvoll erschienen sind, von denen ihr immer wusstet, dass sie immer Verzweiflung in eurem Leben erschaffen. Ängstlichkeit, Frustration, Traurigkeit, Trauer. All das wird als das gezeigt, was es wirklich ist, und es ist nichts als das Meandern eines Geistes, der geglaubt hat, dass die Welt real ist. Und wenn ihr euch selbst diese Momente der Vergebung bringt, ihr Geliebten, und dann beginnt ihr, dass alles, was ihr wahrgenommen habt, also ihr beginnt zu sehen, dass alles, was ihr wahrgenommen habt, dass das nicht real war. Und alles, was ihr als nicht real wahrgenommen habt, wird real. Eure Vorstellungskraft wird ein reiches, volles Feld eurer Schöpfung. Euer Wille in dem Gebrauch eurer Vorstellungskraft ist einfach nur der Wille, die Wahrheit zu sehen. Das ist die Macht des Willens, Geliebte. Ihr könnt alles wollen, ihr könnt alles tun, was ihr wollt. Und durch den Gebrauch eures Willens wird das Licht enthüllt. Und so wie ihr euch selbst vergeben wollt, also euch selbst und anderen, so werdet ihr eine Offenbarung finden, die euch zurückbringt zur Wahrheit, die Wahrheit über euch selbst. Wenn ihr eine Situation habt in eurer Familie, wo ihr überzeugt wart, dass jemand anders eine bestimmte Art hat und dass er immer so sein wird, dann stellt euch vor, was geschehen würde, wenn ihr plötzlich in der Lage wärt, demjenigen zu vergeben. Diese Person, von der ihr geglaubt habt, dass sie euch Schaden verursacht hat. Und könnt ihr sie durch die Augen der Liebe sehen und die Augen der Wahrheit, durch die Augen der Vergebung, dann würdet ihr wirklich sehen, dass es durch die einfache Handlung geschieht, dass ihr das Licht leuchten lasst, das ihr seid,
Und das ist eine sehr einfache Formel, wie ihr seht, für Vergebung. Also Vergebung gibt Licht und Licht gibt Wahrheit. Neukalibrierung ist immer eine gute Idee. Und Vergebung erlaubt euch, euch neu zu kalibrieren, neu zu eichen. Haltet einen Moment inne, fragt euch selbst, seht ihr wirklich die Umstände, die Situation, die Person durch die Augen der Liebe und durch die Augen der Wahrheit? Und wenn nicht, dann verleiht euch selbst und dem anderen, dem scheinbar anderen, Vergebung. Und Vergebung wird euch wirklich das Licht zeigen. Das Licht wird enthüllt und durch jede Handlung, also durch jede Handlung der Vergebung, ihr Lieben. Also erlaubt euch selbst, euch wohlzufühlen auf eurer Reise durch das Lebens. Allem Licht zu verleihen durch euren Willen, jeder einzelnen Situation wird euch euren Frieden finden, eure Freiheit finden lassen. Ihr werdet ihr euren Weg finden. Zurück zur Wahrheit, zurück zur Liebe, zurück zur Essenz eures Seins, eures Seins. Meine Kinder wurden gelehrt zu vergeben und durch die Augen der Unschuld zu sehen. Das ist es, was mein Geliebter uns allen lehrte. Das ist es, was wir lernten, anstatt jemanden als schuldig zu betrachten. Erlaubt, jemanden als unschuldig angesehen zu werden, bevor ihr irgendjemanden verurteilt oder euch selbst verurteilt. Erlaubt euch, das in Frage zu stellen. Was habe ich dieser Situation, was habe ich dazu beigetragen? Wie könnte ich das durch die Augen der Liebe wahrnehmen? Und wenn ihr fähig seid, Vergebung zu schenken, versteht, dass da auch eine Komponente sein muss, in der ihr euch selbst vergebt, für die Art, wie ihr euren Geist verbogen habt, um das Licht anders zu sehen, als es wirklich ist. Und in diesem göttlichen Moment, Geliebte, dem Moment der Vergebung, findet ihr die Wahrheit über das Leben und die Wahrheit über die Liebe. Ihr findet die Wahrheit über euch selbst und dann gebt ihr das allem, was ist. Denn es gibt keinen Aspekt von euch, der nicht eine Auswirkung auf alle anderen hätte. Ihr verleiht euch gegenseitig euer Sein, das Gott euch verliehen hat, das der Wahrheit und das von Licht und das von Liebe. Also vergebt oft und schnell, Geliebte, und wisst, dass ihr wirklich in eurem Recht seid als ein heiliges und göttliches Wesen, euch diese Vergebung auch selbst zu verleihen. Gott muss euch nicht vergeben, denn in Gottes Geist gibt es nichts, was Vergebung braucht. Da ist nichts, was ihr getan habt, was vergeben werden muss, Geliebte. Vergebung kommt in der Individuation, die sagt, in dieser Situation habe ich etwas anderes gewählt als die Liebe und das Licht Gottes und dafür vergebt euch selbst. Und dort werdet ihr eure Freiheit finden. Wir lieben euch und wir segnen euch. Wir sind immer bei euch. Ruft uns an, Geliebte, und wir werden wieder mit euch sprechen.